Moin Leute, ich bin's Ralf vom Slide Campus und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr solche Zahnräder baut und zum Drehen bringt. Und das geht ganz einfach. Bevor wir hier ein Zahnrad selber bauen, gehen wir einfach auf Einfügen, Piktogramme und geben hier Zahnrad ein. Dann finden wir schon dieses hier, was wir nutzen können, wählen es aus und fügen es auf unsere Folie ein. So, jetzt haben wir hier ein Zahnrad, das wir ein bisschen größer machen, so vielleicht. Und jetzt können wir Steuerung gedrückt halten, um das Zahnrad nach rechts zu ziehen. So. Und platzieren es hier. Das Ganze machen wir nochmal, halten Steuerung gedrückt, ziehen es nach rechts, duplizieren es so. So, das zweite platzieren wir hier, das dritte platzieren wir vielleicht hier oben. So. Und das vierte platzieren wir hier. Jetzt haben wir 5 Zahnräder gebaut. Diese können wir jetzt noch umfärben. Zum Beispiel machen wir die 3 vielleicht grün, die anderen beiden blau. Wie wir möchten und wie es uns unser Corporate Design vorgibt, können wir das Ganze jetzt umfärben. Und zu guter Letzt wollen wir diese Zahnräder sich noch zum Drehen bringen. Wir markieren einfach alle Zahnräder und sagen diesen über Animation, und zwar nicht über diesen grünen Animation, sondern wir klicken hier auf den Pfeil nach unten und sagen den Zahnrädern, dass sie sich rotieren sollen. Das ist die Animation, die wir brauchen, das gelbe Rotieren. So, wir wählen das mal aus und wir sehen, jetzt rotieren alle Zahnräder wie verrückt und hören danach auf. So, wir können jetzt die Richtung der Rotation noch ändern. Und zwar soll ja das hier nach rechts drehen und folglich sollte sich dieses nach links drehen und so weiter, abwechselnd. Und wir können unter Animation Effektoptionen dem Zahnrad sagen, ob es im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen soll. Das heißt, das zweite und dritte, vierte Zahnrad soll sich jeweils gegen den Uhrzeigersinn drehen. So, und schon haben wir eine Animation, die mehr Sinn macht. Und das Ganze wollen wir jetzt noch ein bisschen langsamer machen. Wir nehmen die Zahnräder, markieren sie alle, gehen auf Animation, Animationsbereich. Zunächst können wir hier die Dauer einstellen. Wir können zum Beispiel sagen, dass sie 5 Sekunden sich drehen sollen. Und wir können jetzt hier unter dem kleinen Pfeil hier unten, unter den Effektoptionen, das sollten wir auswählen, wenn wir alle Animationen ausgewählt haben, Effektoptionen, können wir der Animation sagen, wie lang sie laufen soll. Also wir können der Animation sagen, dass sie sich zum Beispiel wiederholen soll. 2-mal, 3-mal, das heißt, die drehen sich dann 3-mal, 5 Sekunden, also 15 Sekunden lang, oder sie drehen sich bis zum Ende der Folie. Das heißt, solange ich auf dieser Folie bin, drehen sich die Zahnräder und das sieht dann im Präsentationsmodus so aus. Es passiert noch nichts, wenn ich einmal klicke, drehen sich die Zahnräder und drehen sich so lange, solange diese Folie stehen bleibt. Genial, oder? Probiert es mal aus, hinterlasst gerne ein Like unter dem Video und abonniert unseren Kanal, wenn ihr jede Woche solche Videos über PowerPoint und Präsentationsdesign erhalten wollt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, dein Ralf. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down.